der Blick auf eine Grünanlage im schleswig-holsteinischen Rendsburg. Hier auf dem Gelände einer Streuobstwiese soll ein Weg entstehen, damit Besucher und Patienten des rechts im Bau befindlichen Hospiz die Möglichkeit haben, den Apfelgarten zu besuchen und dort ein wenig Ruhe und Entspannung zu finden. Ja, Wolfgang, dann bauen wir hier einen 2 Meter Weg durch, sodass auch ältere Leute sich mit dem Rollator... Ein Mitarbeiter des Fachdienstes Tiefbau der Stadt Rendsburg bespricht mit dem Bauleiter der Firma Hansegrand, wo und wie der zukünftige Weg verlaufen soll. Soll alles ein bisschen großzügig sein, aber die Natur wollen wir erhalten hier. Das Material, das für den Wegebau verwendet wird. Ein Gemisch aus speziell aufeinander abgestimmten Graniten, Kiesen und Sanden. Hier soll er verlaufen, der Hansegrand-Patentweg. Mit einem speziellen wasserdurchlässigen Vlies. Das Besondere daran, auf die sonst übliche Kies- oder Schotterschicht unterhalb des Vliesgewebes kann bei diesem Verfahren komplett verzichtet werden. So bleiben das Erdreich sowie die bestehenden Baumwurzeln geschützt. Den Patentweg nehmen wir bei uns in Selsing jedes Mal separat. Also Sie können sich überlegen, die Breiten sind ganz individuell. Man kann auch Trompeten machen oder Ähnliches. Hier ist ein Rohr eingenäht. Das ist flexibel, biegsam. Das dient als Randeinfassung, damit uns das Material rechts und links nicht abhaut. Das Vlies ist wasserdurchlässig und sehr stark tragfähig und belastbar. Hier ist eine Lasche. Die wird übergelegt, damit eine Verbindung vorhanden ist. Und die Rohre werden ganz einfach wie eine Märklin-Eisenbahn mit einem Verbinderstück zusammengefügt. Ich zeige Ihnen mal die Deckschicht. Das sind rein natürliche Materialien aus verschiedenen Komponenten. Wir haben nie Monogesteine. Monogesteine heißt ein Gestein. Es sind immer spezielle Gemische. Hier zum Beispiel ist unser Hansegrand Original. Es ist ein Gemisch aus regionalen Kiesen, die Wasser halten, und Graniten für die Stabilität. Mit diesem Abziehgerät kann die Deckschicht homogen aufgetragen und die exakte Einbaustärke von 4 bis 5 cm gut eingehalten werden. Jetzt haben wir das Material fertig eingezogen und fangen mit der Verdichtung an. Einbaustärke von Material 4 bis maximal 6 cm. Wichtig ist, dass man das Material erdfeucht einbaut und erdfeucht verdichtet. Erdfeucht sieht man. Das ist ganz einfach im Grunde, indem man einfach einen Schneeball herstellt. Mit einer Hand, plumps, fällt einem das auseinander. Der nächste Arbeitsschritt. Das statische Verdichten der Deckschicht mit einer Walze. Der Weg wird hier durch eine Streuobstwiese gebaut mit Baumbestand. Das heißt, die Bäume brauchen permanent Wasser. Und das ist durch unsere Oberflächen ist das immer gegeben, weil sie langfristig wasser- und luftdurchlässig bleiben. Wir haben die Deckschicht nun komplett statisch mit einer Walze verdichtet. Im Anschluss daran immer ganz wichtig der Besenstrich. Beschleunigt einfach die Aushärtung der Decke. Das heißt, eine Wegedecke ist erst dann nach circa 3 Wetterwechseln fest, das heißt 3-mal Regen, 3-mal Sonne, und kann dann wirklich vom Stöckelschuh bis auch zum Trecker benutzt werden. Nur eine Woche später. Der Weg hat den Wetterwechsel erfolgreich bestanden. Schon stellen sich die ersten Besucher ein. Von der Bauausführung bis zum fertigen Weg ist nur eine Woche vergangen. Ja. Der Hansegrand-Patentweg. Ein Weg, der Wasser durchlässt, die Wurzeln der Bäume schont, nachhaltig ist und das vorhandene Erdreich nicht beschädigt.